Der Jungferweiher ist ein Paradies für seltene Vogelarten und ein Erholungsgebiet für Urlauber und Eifler. Die Autobahn trennt den aufgestauten Weiher in Ulmen von Deutschlands jüngstem Maar, das vor etwa 11.000 Jahren entstanden ist. Schon jetzt finden viele Gäste den Weg in die Eifel, aber Ulmen hofft auf mehr Menschen, der Tourismus soll wachsen. Ein Stollen verbindet die beiden Maare. Vor einigen Jahrzehnten wurde der Zugang zugeschüttet. Jetzt soll der Stollen Touristen nach Ulmen locken. Seit gut einem Jahr wird daran gearbeitet, die einzigartige Verbindung durch das Vulkangestein herzurichten. Die Eröffnung des Stollens steht kurz bevor. Zuletzt wurde die Beleuchtung installiert. Damit der Stollen sicher für Besucher ist, musste der Eingangsbereich auf der Seite des Jungferweihers mit Beton versehen werden. Herr Kerpen, warum musste der Stollen hier betoniert werden? Wir befinden uns hier im Eingangsbereich des Ulmener Maarstollens. Hier sind die Auswurfmassen von dem damaligen Ausbruch. Dieser Teil hier des Stollens ist aufgrund der geologischen Struktur nicht tragfähig gewesen. Deswegen wurde Anfang der 70er Jahre auch schon dieser Bereich hier verdämmt, dass keiner mehr in den Bereich reinkommen. Um die Wasserversorgung zu sichern, wurde ein 800er Stahlbetonrohr eingelegt und der Bereich musste dann bergmännisch gesichert werden mit Stahlträgern, mit Spritzbeton und wurde dann auch mit Matten zusätzlich gesichert, bis tragfähiges Material kam. Deswegen wurde der Bereich hier dann auch mit Spritzbeton gesichert. Ein umfangreiches Informationsangebot soll den Gästen die Geschichte der Stadt sowie die geologischen Besonderheiten der Vulkaneifel näher bringen. Und damit der Beton im Eingangsbereich des Stollens nicht abschreckt, hat Ulmen Künstler beauftragt, die Themen Feuer und Wasser mit Farbe aus der Spraydose zu verdeutlichen. Frau Sachsler, wie gefällt Ihnen das Kunstwerk? Also ich finde, es ist eine perfekte Mischung, eine tolle Symbiose zwischen dem geologischen Inhalt, der dargestellt wird, und der künstlerischen Freiheit, der künstlerischen Darstellung. Die Künstler Steffen Schuck und Norman Völkler haben das hier wirklich perfekt in Szene gesetzt und es ist eine tolle Aufwertung für den Eingangsbereich unseres Stollens. Und wie kamen Sie darauf, die Infotafeln zu konzipieren? Also da haben wir ein Konzept entwickelt, gemeinsam mit unseren Kollegen vom Natur- und Geopark, die uns da natürlich von der geologischen Seite her unterstützt haben. Besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Wir haben eine digitale Gästeführung, die Ulmener Entdeckertour, die beinhaltet 4 Picks zu geologischen Themen, wo geologische Fragen in Kurzfilmen erläutert werden. Zusätzlich haben wir dann direkt im Stollen uns ein Beschilderungskonzept überlegt, um einfach den Besuchern die Geologie und die Besonderheiten hier in Ulmen darzustellen und auch in der Vulkaneifel. Wir haben hier den tollen Zeitstrahl, wo man das mal einordnen kann, wie viel Zeit zwischen dem Ausbruch des Ulmener Jungfernweiher und des Ulmener Maares lag. Und im weiteren Stollenverlauf werden noch andere Themen bespielt, wo der Gast sich dann informieren kann. Die Geologie in Ulmen ist tatsächlich besonders. Nach Einschätzungen von Geologen gehört das Ulmener Maar zu den 100 wissenschaftlich bedeutendsten geologischen Orten der Welt. Eine Auszeichnung, die den Ausbau des Stollens bestätigt. Die vielen Stahlnetze in einem Teil des Stollens sind aus Sicherheitsgründen unumgänglich, erklärt Bürgermeister Thomas Kerpen. Mit dem Graffiti im Eingangsbereich ist die Stadt sehr zufrieden. Herr Schuck, was steckt hinter dem Konzept? Nachdem der Auftrag von der Verbandsgemeinde Ulmen stattgegeben wurde, dann haben wir uns erstmal mit den Inhalten des Stollens auseinandergesetzt und geschaut, zum einen auch, weil wir uns hier zwischen zwei Maaren befinden, wie so ein Maar eigentlich entsteht, dann, dass wir uns geologisch mit der Substanz befassen, mit den Lebewesen, die hier heimisch sind. Das sind zum einen halt auch die Fledermäuse. Und dann haben wir gesagt, dass wir mit verschiedenen Bildebenen arbeiten und im Grunde bildlich eine Entstehung eines Maars darstellen wollen. Sprich, wir haben hier erstmal die Kernelemente Lava, Magma und Wasser, die aufeinandertreffen, die somit zu einer Maarentstehung führen. Zusätzlich haben wir noch 4 verschiedene Fledermäuse im Bereich des Stollens mit integriert und zum Teil eine direkte Wandgestaltung gemacht, aber auch mit Alu-Dibond gearbeitet, dass wir mehr Dreidimensionalität erzielen konnten und somit auch mehr eine Kunstinstallation als eine reine
Wandgestaltung gemacht haben. Und was ist Ihr Lieblingselement? Ich glaube, mein Lieblingselement ist, wenn man das auch historisch betrachtet, ging es auch darum, dass die Wasserversorgung für die Mühlen damals hier in der Region essentiell war. Und hier haben wir dann auch ein Mühlrad in Kombination mit dem Wasser integriert. Und ich denke, die Kombination Mühlrad und Fledermäuse mit dem Wasser sind so mein persönlicher Favorit.